Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Auch heute wieder mit spannenden Themen. Wir haben für euch Elektro-Kombi startet, Tesla Supercharger News, Neues aus Grünheide, Bestellstart VW e ab, VW reagiert auf Chipmangel, Verkaufsstart Toyota BZ4X, nichts ist unmöglich, Tankstellentrick gegen hohe Spritpreise, Fahrstrom wird teurer und l -König schau mit neuem VW-Laderekord. Wenn du regelmäßig unsere Next News schaust und noch kein Abo hast, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Wochenende gemeinsam die Marke von 120.000 Abos hier auf dem Kanal knacken. Elektrokombi startet. Der Trend auf dem Automarkt geht in den letzten Jahren, viele sagen leider, verstärkt in Richtung SUV. Nahezu alle Hersteller setzen gerade bei den ersten Modellen, mit denen sie in den Markt starten, auf SUV oder kompakte SUV. Und das, obwohl die Marktnachfrage nach Elektrokombis gefühlt sehr hoch ist. Auch viele Zuschauer warten sehnsüchtig auf ein langstreckentaugliches Elektroauto mit niedrigem Verbrauch und großem Kofferraum. An dieser Stelle die bittere Nachricht an alle Kombifahrer. Eine große Modellvielfalt an Elektrokombis wird es wahrscheinlich nicht geben. Die Karosserieform Kombi ist international betrachtet mausetot. Die letzten nennenswerten Märkte, in denen ein Kombi als repräsentativer Geschäftswagen oder als praktisches Familienauto angesehen wird, sind Deutschland, Schweden und Österreich. So gehört der Passat zwar zu den meistverkauften Autos in Deutschland, im Rest Europas taucht er aber nicht mal unter den 25 beliebtesten Modellen auf. Die Globalisierung und der zunehmende Kostendruck zwingen die Autohersteller zu Weltautos, also Autos, die sich überall gut verkaufen. In den Megamärkten USA und China gelten Kombis nicht als praktisch, sondern als Handwerkerautos. Dadurch schrumpft das Angebot an Kombis und auch in Deutschland verdrängen SUV und kompakte SUV mehr und mehr den Kombi. Doch diese Marktlücke, die von den etablierten Herstellern offen gelassen wird, will nun ausgerechnet ein chinesisches Unternehmen besetzen. MG verkündet mit dem MG5 Electric stolz den weltweit ersten rein elektrischen Kombi. Und damit haben sie auch recht, denn ein Porsche Taikan-Sporttourismo oder cross würden wohl die wenigsten als klassischen Kombi bezeichnen, vor allem Porsche selbst nicht. Der MG5 Electric ist 4,60 m lang und mit seinen knapp 480 Litern Kofferraumvolumen in der Kompaktklasse angesiedelt. Damit ist er die erste vollelektrische Alternative zu den Platzhirschen VW Golf Variant oder Ford Focus Turnier. Zum Marktstart im März wird es einen Akku mit einer Kapazität von 61 Kilowattstunden geben, der mit 400 km Normreichweite angegeben wird. Später soll dann noch ein kleinerer Akku mit 50 Kilowattstunden folgen, der dann 320 km Reichweite bieten soll. Bei der kleineren Batterie beträgt die Motorleistung 115, bei der großen 130 Kilowatt. Geladen wird der Akku mit Wechselstrom dreiphasig mit bis zu 11 kW. Und schnelles Laden mit Gleichstrom mit bis zu 87 kW. Das ermöglicht laut Hersteller ein Aufladen von 5 auf 80 Prozent in 40 Minuten. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 185 km pro Stunde fährt er aber schneller als die allermeisten Elektroautos am Markt. An der Sicherheit hat MG laut eigenen Aussagen nicht gespart. Serienmäßig sind neun Fahrassistenzsysteme verbaut, darunter adaptiver Tempomat, Frontkollisionswarner mit automatischer Notbremsung, Spurhalteassistent und Stauassistent. MG verweist zudem auf das 5-Sterne-Crashtestergebnis des Plug-in-Hybriden MG EHS. Für den MG 5 liegt noch keine Wertung vor. Und nun zur spannenden Frage: Was kostet das Ganze? MG will in Deutschland mit unter 26.000 Euro in den Markt gehen. Der Preis bezieht sich auf die günstigste Ausstattungslinie Komfort mit dem kleinen Akku und nach Abzug aller Förderungen. Der Aufpreis für den größeren Akku liegt bei 3.000 Euro und damit immer noch unter der 30.000 Euro-Marke nach Förderung. Optional ist auch eine Anhängerkupplung mit 500 kg Zuglast verfügbar. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin mehr als viele Wettbewerber bieten. Das obere Ende der Preisliste liegt im Listenpreis bei 39.990 Euro. Erhältlich ist der MG5 Electric ab März diesen Jahres bei inzwischen über 100 Händlern in Deutschland. Wir sind schon sehr gespannt, wie schnell das Auto Fans in Deutschland findet. Der Zeitpunkt für den Marktstart scheint uns optimal, denn im Wettbewerb sind die Lieferzeiten lang und die Zeiten großer Rabatte scheinen vorbei. Was hältst du von diesem Auto? Würdest du den MG5 Electric kaufen? Schreib's uns doch mal in die Kommentare. Tesla Supercharger News nach dem offenbar erfolgreichen Testlauf an ausgewählten Superchargern in den Niederlanden hat Tesla nun alle Supercharger für Elektroautos anderer Marken im Land freigegeben. 35 Supercharger-Standorte sind nun für jedes E-Auto mit CCS-Anschluss nutzbar. Das Einzige, was es dazu braucht, ist die Tesla-App. Die Ladestationen sind entsprechend gekennzeichnet. Wenn man also das Ladekabel von Säule 2a starten möchte, wählt man diese Nummer einfach in der Tesla-App aus. Dann hat man zwei Minuten Zeit, um den Ladevorgang zu starten. Laut Tesla-Homepage dürfen derzeit nur Elektrofahrer aus den Niederlanden, Frankreich, Norwegen, Deutschland und Belgien das Angebot nutzen. Entscheidend ist also, welchen Wohnsitz man im Account hinterlegt hat. Was kostet das Laden im zuverlässigsten LadeNetz der Welt? In den Niederlanden werden für Gelegenheitsnutzer 69 bis 71 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen. Wer ein Abo für 13 Euro Monatsgebühr abschließt, lädt zum gleichen Preis wie die Tesla-Fahrer. In den Niederlanden sind das aktuell weniger als 30 Cent pro Kilowattstunde. Mit der Öffnung geht natürlich für viele Tesla-Fahrer die Exklusivität und damit ein wesentliches Kaufargument verloren. Einige Vorteile bleiben aber noch bestehen. Nahtlose Navigationsintegration von Ladesäule und Fahrzeug, optimierte Routenplanung und Batterievorkonditionierung. Wie geht es nun in den anderen Märkten und Ländern weiter? Ende Januar hatte Tesla ausgewählte Supercharger in Frankreich und Norwegen für andere Marken geöffnet. Wir erwarten, dass im laufenden Jahr auch in Deutschland und den meisten europäischen Märkten das Supercharger Netz für alle Marken geöffnet wird. Vor zwei Wochen hatten wir über kostenlosen Strom an Superchargern und Tesla ladesheriffs berichtet. Um den Winterurlaubsstau in den Stoßzeiten zu entzerren, bietet Tesla derzeit auf ausgewählten Routen Kostenfreies Laden an. Wer von Freitag bis Sonntag zwischen 18 Uhr abends und 10 Uhr morgens lädt und damit die Kernzeit meidet, der muss für den Strom nichts bezahlen. Unser Zuschauer Oliver war letzten Sonntag auf der Hauptreiseroute von Süden nach Norden unterwegs. Auf seiner Route hatte er vier Supercharger-Stops. Auf den ersten drei Stops war es sehr leer, aber am vierten Ladestopp hat sie ihn erwischt. In Kaltenkirchen erreichte er gegen 19 Uhr einen vollbesetzten Supercharger, an dem vor allem vorrangig Teslas aus der Region geladen haben, die mutmaßlich ihre Autos bis zum Anschlag vollgemacht haben. In Deutschland gilt das Angebot noch bis zum 6. März. Neues aus Grünheide. Der Countdown läuft, die ganze Welt schaut gespannt auf Grünheide und wann dort die ersten Kundenfahrzeuge des Tesla Model Y gebaut werden. Unser Reporter vor Ort ist Tobias Lind. Wann geht's denn nun los? Wie man hinter mir sieht, wurde gegenüber vom Zellfertigungsgebäude eine neue Fläche gerodet. Auch entlang der Straßen wurden Bäume gefällt, denn diese Straßen sollen demnächst nochmal deutlich verbreitert werden. Damit das Ganze schneller geht, übernimmt Tesla sowohl die Arbeiten als auch die Kosten, obwohl es sich hier um eine öffentliche Straße handelt. Und diese Fläche wird dann für ein Versickerungsbecken für die Entwässerung der Straßen benötigt. Auch auf dem Tesla-Gelände wurde mit den Arbeiten für die letzten zwei Versickerungsbecken im Osten begonnen. Im Norden wird auch eine neue Fläche asphaltiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier vorübergehend die Neufahrzeuge abgestellt werden, denn aktuell sammeln sich die Fahrzeuge sogar schon auf dem Umschlagplatz. Auf die endgültige Genehmigung warten wir leider immer noch. Vor zwei Wochen teilte das Umweltamt aber mit, dass bereits konkret am Genehmigungsbescheid gearbeitet wird, der voraussichtlich mehrere hundert Seiten enthalten wird. Bestellstart VWE-AB. Wir hatten das Comeback des VWE-AB als Comeback des Jahres ja bereits am 14. Januar hier in den News angekündigt. Vergangenen Freitag war es dann soweit und VW hat medienwirksam die Bestellbücher geöffnet. Preislich liegt das nahezu voll ausgestattete Sondermodell Style Plus, wie von uns angekündigt, bei knapp 27.000 Euro Listenpreis. In der Pressemeldung hieß es, der E-Ab trägt mit seinem Markterfolg zur E-Offensive von Volkswagen bei. Viele Händler sehen das anders. Denn erwartungsgemäß hat VW trotz der Ausreizung der Preisobergrenze auch dieses Modell, wie schon zuvor ID3 und ID4, einer harten Quotierung unterzogen. Die Stückzahlen für die Verkaufsfreigabe der Händler liegen gleich auf mit denen des ID3 und 4. Damit ist die Schlagzeile zum Verkaufsstart nach gut einer Woche bereits wieder überholt und der E-App ist nach unserer Einschätzung allein durch die Bestellungen von vorgemerkten Interessenten für das Jahr 2022 wieder ausverkauft. Besonders Händler, die in den vergangenen Jahren aktiv über Mitarbeiterqualifizierung und gezieltes Marketing die Elektrooffensive von VW mitgetragen und forciert haben, sind von solchen Maßnahmen hart getroffen. Was das konkret bedeutet, zeigt das Beispiel eines Händlers aus dem ländlichen Niedersachsen, dem Autohaus Warnke, gelegen in Tarmstedt zwischen Bremen und Hamburg. Dort wurde im Pkw-Verkauf im vergangenen Jahr bereits eine Quote von 62% an vollelektrischen Neuwagen erreicht. Geschäftsführer Wolf Warnke schrieb in den sozialen Medien, Allein für den E-Ab gab es bei uns eine Interessentenliste mit 50 Personen. Verkaufen dürfen wir nur ganze vier Fahrzeuge bis Jahresende. Wir hoffen, dass VW den Verteilerschlüssel noch ändert. Wenn solche Händler jetzt von VW nicht genug E-Fahrzeuge zugewiesen bekommen, heißt das natürlich klar, dass sie wieder mehr Verbrenner verkaufen müssen, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Sinnvoll wäre es aus unserer Sicht, die Vergabe der neuen Quoten am Elektroverkaufsergebnis des Vorjahres zu orientieren, um VWs Treiber der Mission für den bisherigen Einsatz auch nicht noch wirtschaftlich abzustrafen. VW reagiert auf Chipmangel mal wieder. Der Chipmangel und die unterschiedlichen Reaktionen der Hersteller sind nahezu jede Woche Thema hier in den News. Und auch diese Woche gibt es wieder über gravierende Einschnitte zu berichten. Diese Woche mal wieder Volkswagen. In den vergangenen Tagen gab es umfangreiche Umstellungen im Konfigurator für die ID-Modelle. So ist zum Beispiel für die Modelle ID4 und ID5 kein Infotainment Paket Plus mehr bestellbar. Wichtigster Paketbestandteil ist das Head-Up Display. Bei der Markteinführung war das noch zentraler Bestandteil des Marketings für die neuen MEB-Modelle. Für den ID3 ist das Paket allerdings noch bestellbar. Hintergrund dieser Umstellungen ist natürlich der Chipmangel und natürlich ist das auch der Grund für lange Lieferzeiten und Verschiebungen der Lieferprognosen von bereits bestellten Fahrzeugen über mehrere Monate oder sogar ohne Angabe eines neuen Termins zur Auslieferung. Dies berichten uns Kunden regelmäßig, nicht nur bei VW, sondern auch für den Skoda Enyaq. Dazu heißt es am 18. Februar in einer internen VW-Mitteilung an das Händlernetz. Durch die aktuelle Situation bei der Verfügbarkeit von Halbleitern ergibt sich auch bei den ID-Modellen ein steigender Bestellbestand von noch nicht zur Produktion eingeplanten Fahrzeugen und verlängerten Lieferzeiten. Der Baukasten an Maßnahmen wird nun erweitert. Wir zählen noch mal auf, was man bisher getan hat: Wegfall von preisgünstigen Basismodellen, Preiserhöhung im Modelljahreswechsel, Quotierung der Auftragsannahme, sprich Bestellung beim Händler. Jetzt ausdünnen der relevanten Pakete im Konfigurator und ganz neu Änderungen von bestehenden Bestellungen. Dazu heißt es in der Mitteilung. Nichtsdestotrotz können bei Verzicht folgender Pakete Fahrzeuge kurzfristig gebaut werden. Konkret können also Kunden, die auf ihr Auto warten, beim Händler unter dem Stichwort Ausstattungsanpassung ihre laufende Bestellung entsprechend zusammenstreichen, um deutlich früher ein Auto zu bekommen. Was muss alles raus? Assistenzpaket Plus, Infotainmentpaket Plus für ID4 und 5, Designpaket und Designpaket Plus, Interieurstyle Plus und Interieur Top Sport. Mich erinnert das ganze an ein Schlachtfest. Ein Begriff, der gerne in Kleinanzeigen im Zusammenhang mit dem Ersatzteilverkauf bei ausgedienten Gebrauchtwagen verwendet wird. Teile raus, um Autos auf die Straße zu bringen. Das funktioniert bei Schrottautos offenbar genauso gut wie bei Neuwagen. Was den Konfigurator angeht, ist von einer temporären Maßnahme die Rede. Wie lange dieser Zustand andauert, weiß vermutlich noch nicht mal VW selbst. Vermutlich warten auch bereits produzierte Fahrzeuge auf Ersatzteile. Ich konnte vergangenes Wochenende auf einem großen Parkplatz in Mitteldeutschland mindestens 2000 eingelagerte ID-Neuwagen sichten. Verkaufsstart Toyota B-Set VX. Jetzt geht's los, auch bei Toyota. Weltweit ist man bei den Stückzahlen Marktführer, bei rein elektrisch betriebenen PKW aber bekennender Spätstarter. Jetzt beginnt die Elektrooffensive auch bei Toyota. Erstes Modell ist der BZ4X. Hier die wichtigsten Daten zum Marktstart im März. Es gibt eine Akkugröße mit 71,4 Kilowattstunden für Reichweiten im Bereich von 410 bis 450 km nach WLTP. Angeboten wird ein Heckantrieb mit 150 Kilowatt Leistung und ein Allrad mit 160 kw für beide Varianten gibt es eine optionale Anhängerkupplung für bis zu 750 kg Zuglast. Die Listenpreise beginnen in Deutschland bei 47.490 Euro für den Heckantrieb. Der Allrad kostet 3.000 Euro auf Preis. Ein Komfort- und Technikpaket sind für 3.900 und 3.700 Euro erhältlich. Ein Panoramadach und Metallic-Zweifarb-Lackierung für zusammen 1.900 Euro runden die Ausstattungsliste ab. Voll ausgestattet landen wir damit bei ca. 60.000 Euro Listenpreis. Alle Ausstattungsdetails sind noch nicht bekannt. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Überraschung. Das bringt uns zum nächsten Thema. Toyota. Nichts ist unmöglich. Dass Toyota mental noch stark am Verbrennungsmotor hängt, ist allgemein bekannt und offenbar glaubt das Unternehmen, dass es auch vielen Autofahrern noch so geht. Nun will man mit einer Innovation genau an die Kunden herantreten, die möglicherweise ebenso am altbekannten hängen. In den USA hat Toyota ein Patent eingereicht, das die Idee einer Pseudokupplung bei Elektroautos schützen soll. Dabei werden verschiedene Technologien abgedeckt, darunter ein simuliertes Kupplungspedal, eine simulierte Gangschaltung und eine Methode zur Unterbrechung des Drehmomentflusses, um das Fahrgefühl mit einem traditionellen Schaltgetriebe mit Verbrennungsmotor zu erzeugen. Den Angaben des Unternehmens zur Folge wird das Steuergerät mit den gemessenen Daten eines echten Verbrenners versorgt, um Schaltvorgänge so real wie möglich zu imitieren auch ein drehzahlmesser im armaturenbrett ist dabei um dem fahrer die pseudo-schaltvorgänge zu visualisieren wir bei nextmove arbeiten übrigens ebenfalls an einer reihe von eigenen patenten die wir demnächst einreichen wollen darunter ein rüttelsystem das einen motorblock simuliert und vibrationen auf das armaturenbrett und den schaltknauf und das lenkrad überträgt einstellbar in drei stufen einen geruchssimulator der wahlweise diesel oder benzinabgase nach außen und innen abgeben kann und dabei selbstverständlich alle geltenden Normgrenzwerte einhält, sogar im Winter. Eine Sprühvorrichtung, die bei jedem Ladevorgang das Ladekabel mit einer Flüssigkeit besprüht, die den typischen Tankstellengeruch an den Fingern realitätsnah über Stunden nachempfindet. Die Flüssigkeit muss allerdings nach 10 Ladevorgängen nachgefüllt werden. Falls du noch weitere schützenswerte Ideen hast, wie man Elektromobilität massentauglich machen kann, dann schreib sie uns gerne in die Kommentare. Tankstellentrick gegen hohe Spritpreise. Zu steigenden Fahrstrompreisen kommen wir gleich noch. Mindestens genauso gestiegen sind in den letzten Monaten aber auch die Preise für fossile Kraftstoffe. Einen ganz besonderen Trick eines Insiders aus der Branche hat mir mein Kollege Adrian vom NextMove Standort München gesendet. Auf seiner täglichen Pendelstrecke liegt eine freie Tankstelle, die mit dem Slogan günstig tanken wirbt. Am günstigsten tanken aber vermutlich nicht die Kunden, sondern der Pächter oder ein Mitarbeiter der Tankstelle selbst. Denn fast täglich lädt ein Renault in einer normalen Steckdose an der Tankstelle. Eigentlich sollte Laden am Arbeitsplatz ja inzwischen völlig normal sein und der Strom darf ja vom Arbeitgeber sogar verschenkt werden, ohne dass Mitarbeiter einen geldwerten Vorteil steuerlich geltend machen müssen. Im konkreten Fall sieht es aber schon so aus, als würde zum Beispiel ein Koch im Restaurant die eigenen Gerichte lieber nur den Kunden anbieten wollen und selbst was anderes vorziehen. Fahrstrom wird teurer. Über die jüngsten Entwicklungen bei Strom- und Energiepreisen halten wir euch hier auf dem Kanal schon länger auf dem Laufenden. Was Fahrstromangebote für öffentliches Laden angeht, ist der Preistrend nach oben aber eine stetige Entwicklung der letzten Jahre. In den vergangenen Tagen haben jetzt zwei große und beliebte Anbieter nachgezogen. Zum einen sind es die Stadtwerke München. Bisher galt die Ladekarte als Geheimtipp, auch wir hatten das Angebot gelegentlich erwähnt, denn bisher konnte man mit dem Angebot deutschlandweit für 38 Cent pro Kilowattstunde laden, egal ob normales oder schnelles Laden. Damit ist bald Schluss. Noch nie haben uns so viele Zuschriften zu einem Thema erreicht, das zeigt, wie intensiv das Angebot offenbar in der Vergangenheit genutzt wurde. Im Schreiben an die Kunden heißt es mit Bezug auf die allgemeine Preisentwicklung. Aus diesen Gründen können wir Ihren Vertrag nicht mehr fortsetzen und kündigen diesen hiermit form- und fristgerecht zum 1. April 2022. Ein klarer Schnitt. Die Nutzer haben das Angebot bekommen, sich online mit der vorhandenen Ladekarte neu zu registrieren mit neuen AGB und einer neuen Preisliste. Normales Laden kostet dann 49 Cent und schnelles Laden 69 Cent pro Kilowattstunde. Eine völlig neue Preisstruktur gibt es auch bei Elva, bisher bekannt als Flatrate-Anbieter mit günstigen Angeboten, besonders für Vielfahrer, zu monatlichen Festpreisen oder kleinen Kilowattstunden-Paketen zu Festpreisen für Gelegenheitsnutzer. Aufgrund der gestiegenen Strompreise, von denen wir auch betroffen sind, haben wir uns dazu entschieden, den Verkauf der Flatrate an Endkunden bis auf weiteres auszusetzen, bis sich die Energiepreise stabilisieren. Eine Erhöhung der Flatrate-Preise auf dieses gestiegene Niveau würde einen Preis erzwingen, der für die meisten Fahrerinnen unattraktiv wäre. Das heißt, Bestandskunden werden eins zu eins zu den bisherigen Konditionen weiter versorgt. Und für neue Kunden gibt es ein neues Tarifsystem mit drei verschiedenen großen Kilowattstundenpaketen. Drei Pakete gilt. Sobald das Volumen an monatlich gebuchten Kilowattstunden aufgebraucht ist, wird für AC 54 Cent und DC 69 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet, also fast identische Konditionen wie beim Anbieter zuvor. Aktuell buchbar ist nur der Tarif S für 5 Euro monatlich mit 10 Kilowattstunden inklusive. Die beiden größeren Tarifpakete beinhalten dann nicht nur mehr Kilowattstunden, sondern auch mehr Leistungen. Im Paket M ist eine Soforthilfe bei Pannen, zum Beispiel ein Abschleppen zur nächsten Ladestation inklusive. Im Paket L geht das Angebot noch weiter. Elva hilft dir bei der Weiter- oder Heimreise. Wir übernehmen die Kosten für ein Ersatzfahrzeug, Bahntickets erster Klasse, Flugtickets oder Übernachtungskosten für dich und alle deine Mitfahrerinnen. Hinzufügen muss man noch, dass Elva einer der wenigen Fahrstromanbieter ist, der auf sowas wie eine extra Ladekarte verzichtet und nur über die Nutzung per App das öffentliche Laden so einfach und unkompliziert wie möglich gestalten möchte. R-König-Schau wir starten mit einem neuen Mercedes-Modell, das in letzter Zeit immer häufiger gesichtet wird, vermutlich eine SUV-Variante des neuen Flaggschiffs EQS. Hier zunächst Bilder von Jonah gesichtet an einer Ladesäule vor dem Schwimmbad im hessischen Laubach. Das Auto hat mit 11 KW Leistung also normal geladen. Markus hat ihn in Filterstadt gesehen, dort mit 22 KW Ladeleistung. Er schrieb, im Verhältnis zu meinem ID-3 ist das Ding megagroß. Ein Foto vom Schnellladen bei Ionity hat uns Mirko gesendet. Bei einem Ladestand von 31 bediente sich das Auto mit 188 Kilowatt Leistung. Zuschauer Alex hat ihn in Sintelfingen erwischt und Richard sendet Bilder aus dem NBW-Ladepark bei weinsberg Elhofen. Außerdem haben wir noch zwei Koreaner. Nico sendet ein Foto eines Genesis-Doppelpacks: links ein GV60 und rechts ein G80. Und wir haben noch einen neuen Laderekord für ein Fahrzeug auf der MEB-Plattform von Volkswagen. Im Video zu meiner ersten Testfahrt im ID-Bus hatten wir berichtet, dass Fahrzeuge mit der 77 Kilowattstunden Batterie bereits mit bis zu 170 Kilowatt Leistung laden können und dass ca. in einem Jahr noch eine größere Batterieoption eingeführt wird, die jedoch unter der Marke von 100 Kilowattstunden bleiben wird. Diese Woche hat uns dann Alex ein Foto von einem ID an einer Ionity-Ladestation gesendet, der sich mit 183 Kilowatt Ladeleistung bedient. Für die Technikfans sind auch Spannung und Stromstärke gut erkennbar. Wenn euch der VW ID -Bus interessiert, dann schaut euch gerne noch das Video vom letzten Montag an. Dort gibt es neben meinen ersten Fahreindrücken auch viele Informationen zum Marktstart und einen Ausblick auf die Weltpremiere am 9. März. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr das nächste Video zum ID-Basten nicht verpasst. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund und fahrt elektrisch.